So, moin moin ihr Lieben. Und zwar habe ich ja letztens ein Thema dazu eröffnet, dass ich diese asiatischen Nudelsuppen so gerne esse, diese Ramen-Nudelsuppen. Und da hat mir die liebe Lina so eine Nudelsuppe empfohlen. Und weil ich nicht wusste, wo ich die kaufen kann, dachte ich mir erst, okay, bestelle ich mal ein paar davon auf Amazon. Dann habe ich aber ein Paket gefunden, also so eine Zusammenstellung, wo ganz viele verschiedene Nudelsuppen drin sind. Und da ist auch die drin, die mir die Lina empfohlen hat. Und da dachte ich mir, bestelle ich das mal und packe ich das mal hier im Video aus. Und dann gucken wir mal, was hier alles so schon Schönes drin ist. Es sind insgesamt 16. Nicht wundern, das Messer ist gerade noch ein bisschen nass. Ich habe das gerade abgewaschen. Extra für euch habe ich das Messer abgewaschen. Ja. Ja, und dann schauen wir mal, was hier alles so Schönes drin ist. Ja, mein Freundchen. Auf mit dir. Ich hoffe mal, hier wird man nicht irgendwo eine Rechnung sehen können. Ich nehme mal ganz kurz das Papierzeug raus. Nee, keine Rechnung. Okay. Dann fangen wir mit dem an, was ganz oben liegt. Das sind ja so ein paar Broschüren. Ich werde das Paket übrigens auch mal verlinken. In der Infobeschreibung unten. Ja, übrigens kein Ralf Link, also ich verdiene daran nichts. Einfach nur, falls ihr euch das auch kaufen wollt. Ja, deine koreanische Nudelbox. Alles koreanisch, nicht japanisch. So. Koreanische Alkoholbox. Reiswein. Koreanisches Bier. Süßigkeiten, na gut, Süßigkeiten würde mich nicht so interessieren. Ich meine, die Alkoholbox würde mich jetzt auch nicht so interessieren. Koreanisches Bier würde ich mal kosten, aber vom Wein bin ich ja jetzt nicht so der Fan. Vegetarisches Ramen, also das sind jetzt so die ganzen verschiedenen scheinbar, die es hier drin gibt. Sesam, keine Ahnung. Ja, das sind scheinbar die ganzen verschiedenen. Das gucken wir uns jetzt mal nicht an. Das scheint einfach nur eine Beschreibung zu sein. Muss ich sagen, gefällt mir schon mal sehr gut, sehr liebevoll gemacht. Das scheinbar auch wirklich zu jeder Suppe, zu jeder Packung noch was drin steht. Was haben wir hier? Noch eine Broschüre. Ach so, ja gut, okay. Okay, da wird bloß noch so ein bisschen beschrieben, was es mit dem Gericht auf sich hat und was es so zwei Leute sind. Eine Koreanerin und ein Deutscher. Das habe ich schon bei Amazon gelesen. Naja. Ah, nice. Top 5 beliebter Ramensorten in Korea. Und die kaufe ich mir immer im Rewe. Und die schmecken auch wirklich gut und sind so scharf, dass sie echt glatt die Schamhaare abfackeln. Richtig nice. Okay, und nochmal eine Info über Korea. Kneipen, Zubehör, Geschenke für. Gut, okay. Das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber das haben wir. Wie gesagt, ich finde es schön, sehr liebevoll gemacht. Da war das Ganze den Preis wirklich schon wert. Also, wie gesagt, da sind 16 Suppen drinne. Und ich glaube, ich habe 36 Euro dafür bezahlt, glaube ich. Also ein bisschen mehr als 2 Euro pro Suppe. Ist aber schon okay, finde ich. Ist schon in Ordnung. Hier hat man noch zwei Essstäbchen aus Metall. Werde ich wahrscheinlich nicht benutzen, weil ich lieber mit Gabel esse. Halt, das ist ja immer das Geile bei den Nudelsuppen. Wenn man die Gabel nimmt, dann Nudeln reindreht. Und dann nochmal mit den Nudelbatzen durch die Suppe durchgeht und dann ist so, dass quasi noch Suppe in den Nudeln drin ist und man dann halt reinhauen kann. Das ist halt das Geile. So, und jetzt schauen wir mal, was wir alles so für schöne Suppen haben. Gucken, ob ich das so machen kann oder ob der Ständer gleich wieder umfällt. Ah, das geht sogar. Schauen wir mal. Und zwar.
Ja, genau. Vegetarisch. Und mehr kann ich darauf auch nicht lesen. Ja. Ja. Okay. 7 Gramm Eiweiß. Ja, also ich muss selber sagen, mit so vegetarischen Sachen, vegetarischen Nudelsuppen, ich kann es verstehen, aber ich selber sehe das halt nicht so ganz, weil wirklich Fleisch ist da letztlich ja nie drin. Ich meine, okay, es ist Brühe, ja, wer sich jetzt wirklich davor ekelt, in Ordnung, aber so, ja, mich juckt das nicht. Das Einzige, was bei mir halt ist, sind Meeresfrüchte, das esse ich wirklich nicht, weil davor ekel ich mich. Na gut, insofern kann ich das mit vegetarisch auch verstehen. Okay, ist ja gut. Ist ja gut. So. Dann Sesam. Oh nee. Da ist richtiges Ei drin. Ich glaube, das Ei mache ich nicht rein. Weil ich esse eigentlich nicht. Ich esse eigentlich kein Ei. Also, wenn es verarbeitet ist, ja, aber nicht so einfach ein Ei halt, wisst ihr. Naja, okay. Ja, Sesam. Ich hatte auch schon mal Instant-Suppen, so Sesamsuppen gegessen. War jetzt nie so richtig mein Fall, aber ich probiere alles mal aus und mal gucken, vielleicht lasse ich mich ja überzeugen. So. Das sieht schon mal richtig nice aus. Schwarze Spaghetti mit Chayang-Soße. Das sieht richtig, richtig gut aus. Geil. Wollte ich übrigens nicht, dass ich manchmal so lange brauche, um hier irgendwas dazu zu sagen. Ich gucke mir das immer alles durch meinen Handybildschirm an. Und das ist manchmal ein bisschen schwerer zu erkennen. Ah, auch von Nongshim, wo meine Lieblingssuppen. Die meine Lieblingssuppen herstellen, was ich wohl auch meinte, was in der Broschüre stand. Okay, darauf bin ich sehr gespannt, weil guckt euch das mal an, das sieht ja mal richtig lecker aus. Boah. Ah, darauf freue ich mich schon. So. Seafood and Spicy. Ah, ja, na gut, okay. Meeresfrüchte scheinbar. Ah, sogar Deutsch mit drauf. Gucken wir mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, das werde ich verschenken. Das werde ich definitiv verschenken. Da ist sogar relativ viel. Das sind sogar relativ viele Meeresfrüchte mit dran, sonst würden die nicht so weit oben stehen. Das werde ich verschenken. Falls jemand von euch das haben will, dann sagt mir im Forum einfach Bescheid. Und ich schicke das euch zu, halt gerne auch natürlich an hier Paketstation oder sowas, falls das jemand haben möchte. Ist zu verschenken. Ich will noch nicht mal Versandkosten, einfach so für euch. Ansonsten schenke ich es meiner Mutti, die isst sowas auch gerne. Oh ja, und gleich nochmal Seafood and Milk. Milk. Ja, okay. Dasselbe halt nochmal in Milk. Der gilt auch dasselbe. Schaffen wir jetzt nicht allzu viele, die mit Meeresfrüchte sind. Sonst wäre es echt schade. Also Nongshim scheinen so die größten Suppenhersteller aus Korea zu sein. Hot and spicy. Heiß und würzig. Oh Mann. Naja, da war der Übersetzer ein bisschen nicht so der Beste. Okay. Schwarzer Pfeffer. Getrocknete Algen. Algen schmecken auch immer nice. Karamellpulver? Okay.
Na gut. Mal schauen. Bin ich gespannt. Scharf ist bei mir immer gut. Also ich esse sowieso sehr gerne scharfes und scharfe Nudelsuppenplätzchen auch immer. So, das hier sind glaube ich die. Oder? Ah ne, die anderen. Die noch nicht. Ja, Yinram Milch von Otogi. Gibt's nicht viel zu sagen. Haben wir irgendwo. Ah, ja. Hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß. Okay. Naja, werde ich reinhauen. Schön mit Gemüseflocken. Werde ich mir schön reinhauen. So, jetzt kommt es aber. Das sind die, die Lina empfohlen hatte. Die werde ich auch als allererstes probieren. Weil die Lina, die sagt ja, sie isst relativ häufig sowas. Und da bin ich natürlich darauf besonders gespannt. Ja, und die Zusammensetzung wird wahrscheinlich ähnlich sein. Frühlingszwiebeln. Ja. Oh, okay, und schön scharf, spicy. Darauf bin ich sehr gespannt. Samyang-Ram. Auch schön wieder von einer anderen Firma. Halal. Ach, keine Ahnung, wie er so ausgesprochen wird. Halal, glaube ich. Okay. Steht aber nicht viel dazu. Ja, ist auch egal. Einfach mal probieren. Ist natürlich nicht schön, dass der Palmöl dran ist, aber. Naja. Ist leider so. Ja. Das ist doch mal cool. Potato-Nudelsoup. Cool. Kartoffelnudeln. Mit Süßungsmittel. Okay, also könnte es eventuell sein, dass es süß schmecken wird. Also süßlich. Ja, vielleicht irgendwie auch süß-sauer oder so. Asiaten haben ja gerne so süß-saure Sachen. Aber das, darauf bin ich zumindest mal gespannt. Kartoffelnudeln. Cool, mit Kartoffeln aus Deutschland. Ja, jetzt. Jetzt auch von Nongshim. Ah, okay. Ich glaube, bis dahin werde ich das schon schaffen, das aufzuessen. Okay. Aber scharf. Scharf ist immer gut. Scharf ist immer gut. Wieder von Otogi. Kimchi-Ram. Oh, ich habe keine Ahnung, was Kimchi ist. Achso, hier, fermentiertes Gemüse. Okay. Why not? Schön mal zubereiten, richtig schön fooden. Oh ja, das sieht auch wieder richtig geil aus. Also ich muss sagen, ich bin sowieso ein großer Fan von Sojasauce. Und so die dicke, dunkle Soße, das sieht halt immer einfach richtig, richtig lecker aus. Vor allem, wenn man dazu noch irgendwie so Paprika oder sowas dazu hat. Ich meine, das wird jetzt hier nicht drin sein, die Paprika, aber das sieht richtig gut aus.
Leckerti, schmeckerti. Ja, hier gibt es auch nicht viel zu den Zutaten zu sagen. Okay. Nice. Das sieht aber wirklich richtig gut aus, ey. Oh ja, jetzt wird es auch wieder spannend. Die richtig scharfen Nudeln. Ich glaube, das sind die, die Wombel mal empfohlen hat. Falls das Wombel das Video sich anschaut und dann auch noch ein bisschen den Zeitpunkt anschaut, kann er Bescheid sagen, ob das die waren oder nicht. Gespannt bin ich aber auch mal drauf, weil wie gesagt, ich liebe scharfes Essen. Und nicht umfallen. Und womöglich werden die mir natürlich zu scharf sein. Aber das werden wir sehen. So, und jetzt noch die beiden letzten. Spicy Chicken Flavor. Sieht nicht so aus, als wäre es super scharf, aber gut, das ist halt. Ja. Wird man sehen. Ist jetzt optisch nicht so, macht jetzt optisch finde ich nicht so super viel her, aber werden wir sehen. Ja, und jetzt zum Schluss haben wir noch Chewy Chewy Sutara. Was ist das? Zutaten? Na, wird scharf. Die haben leider halt meistens Palmöl drin. Sojabohnenöl. Ah, das wird nicht so richtig scharf. Ja, natürlich Geschmacksverstärker. Ja. Chili. Chili. Cayennepfeffer. Ja, scheint auch eher von der schärferen Sorte zu sein, aber ansonsten relativ Standard. Aber Standard ist am Ende auch immer gut. Was Chewy Chewy, ja, mal gucken, was sie mir damit sagen wollen. Okay, und das war's schon gewesen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, mal alles auszuprobieren. Und dann war's das mit dem Video. Ciao, ciao!